Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Yes. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Exzellent. War jetzt schwer. Hallo. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Hey, Kollege. Sorry. Gut. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Na Mensch. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Ich gebe mir Mühe. Ich bin erster, ich bin erster, ich bin erster. Und, oh ja. Gut gemacht. Ich hab dich geschlagen. Yes. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Okay. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Hallo. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Ist schon. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Oh. Gute Nacht. Bis irgendwann mal vielleicht. Ganz zufällig kommt natürlich einer um die Ecke. Ja, nee, ist klar. Was? Wer hat das getan? Sagt es mir! Ich. Ist es hier noch jemand? Hallo? Hier? Ich? Hier ist keiner. Sonst. Außer uns zwei. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Oh ja. Hallo. Oh, sorry. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Okay. Ich komme näher! Ja, ja, mach du mal. Ich kenne diese Stadt. Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Gut. Ich sehe Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Ich bin da drin. Oh. Wo kann ich denn sonst sein? Ich habe Besseres zu tun. Tschüss. Gut gemacht. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Okay. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Okay. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Zwischen zwei Personen auf einer Bank, Heuballen, Dachgärten und ja, zwischen Gelehrten. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Na Freunde, wie geht's? Na, schöne Ferien gehabt? Ja. Gut. Und du? Ihr zweier Frau? Hm?
Sind wir alle nicht so gesprächig hier. Naja. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Also, weiß Informationen, gelb Attentatsziele, rot Soldaten und blau Verbündete. Na, dann würde ich doch zum blauen gehen. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Okay. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, okay. Gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Okay. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Yay. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Ja, das war das Tutorial, was unheimlich schwer war. Ja. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Ach Mensch, wer bist du denn? Ach Mann. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Okay. Was ist unsere Mission? Tja. Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Oui. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Okay. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Suchen und finden. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hui, eine Leiter. Oh Mensch, wer bist du denn? Hallo. Oh, gute Nacht. Sorry, wollte ich nicht. Dort! Wo? Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Der da? Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Tja. Schweigt! Da kommt jemand! Oh Mensch. Was sagt ihr dann? Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Oh ja. Nein. Doch. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Hm. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Zwei, echt? Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Na, dann nehmen wir mal die Leiter und klettern da runter, ne? Vielleicht kriegen wir ein Willkommensgeschenk oder so. Kann ja sein. Hallo, Kollegen. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Nein, nicht! Ah. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur,
damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Oha, das hat wehgetan. Mann. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Ich bin aber ja nicht mehr da. Mann, jetzt ist da die ganze Action ohne mich. Ach, Menno. Das ist gemein. Und jetzt noch da hoch. Und gut. Ach Mensch. Klettern. Toll. Lalala. Und oh, Sonnenlicht. Yeah. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Och Mensch. Hallo? Jemand hier? Ach Mensch. Wo bin ich nur? Altair, ihr seid und zurück. Wer bist du denn? Rauf. Wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ja. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Geh weg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Geh weg. Wieso verfolgt er mich? Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch,